Ich habe ChatGPT gefragt, ob es mir ein YouTube-Skript schreiben kann zum Thema 5 Dinge, die mir gefallen und Dinge, die mir nicht gefallen an Peugeot 208 aus dem Jahr 2022. Und das kam dabei raus. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über den Peugeot 208 aus dem Jahr 2022. In diesem Video möchte ich euch meine Meinung zu diesem Auto mitteilen und dabei 5 Dinge vorstellen, die mir besonders gut gefallen haben. Sowie 5 Dinge, die mir weniger gut gefallen haben. Los geht's! Positiv. Punkt 1. Eines der Dinge, die mir am besten gefallen haben, ist das Design des Peugeot 208. Es ist modern, sportlich und auffällig zugleich. Besonders die markante Frontpartie und die fließenden Linien der Karosserie haben mich überzeugt. Punkt 2. Auch das Fahrverhalten des Peugeot 208 hat mich beeindruckt. Das Auto ist wendig, agil und lässt sich sehr gut durch enge Kurven steuern. Auch auf der Autobahn liegt es stabil und ruhig auf der Straße. Punkt 3. Der Peugeot 208 bietet eine umfangreiche Ausstattung mit vielen technischen Features. Besonders das große Display in der Mitte des Armaturenbretts und die intuitive Bedienung haben mich überzeugt. Der Verbrauch des Peugeot 208 ist für ein Auto dieser Größe und Leistungsklasse sehr moderat. Ich konnte mit einer Tankfüllung eine beachtliche Strecke zurücklegen, ohne allzu oft an der Tankstelle fahren zu müssen. Punkt 5. Auch der Preis des Peugeot 208 ist im Vergleich zu anderen Autos in dieser Klasse sehr attraktiv. Man bekommt viel Auto für vergleichsweise wenig Geld. Negativ. Eines der Dinge, die mir weniger gut gefallen haben, ist das Platzangebot im Innenraum. Besonders im Fond ist es etwas eng und auch der Kofferraum könnte größer sein. Die Sicht nach hinten ist beim Peugeot 208 etwas eingeschränkt. Besonders beim Einparken oder beim Rückwärtsfahren muss man sehr aufmerksam sein, um keine Hindernisse zu übersehen. Der Motor des Peugeot 208 ist zwar durchaus leistungsfähig, aber auch etwas laut und rau im Klang. Das könnte für manche Menschen störend sein. Die Sitze im Peugeot 208 sind durchschnittlich bequem, könnten aber etwas mehr Seitenhalt bieten. Auch die Sitzposition könnte für manche Menschen nicht optimal sein. Schließlich ist mir aufgefallen, dass die Lackqualität beim Peugeot 208 nicht ganz so gut ist wie bei manchen Konkurrenten. Besonders anfällig scheint der Lack für kleine Kratzer und Steinschläge zu sein. Fazit, das waren meine 5 Dinge, die mir am Peugeot 208 aus dem Jahr 2022 besonders gut gefallen haben, sowie 5 Dinge, die mir weniger gut gefallen haben. Alles in allem handelt es sich um ein sehr gutes Auto mit einigen kleinen Schwächen. Ich kann es jedem empfehlen, der ein modernes... Ja, und da hat mich ChatGPT im Stich gelassen.